Hallo Leute und willkommen zur nächsten Predator-Show. Ja, er hat hier schon den Sensenbahn praktisch aktiviert. Vorher müssen wir noch einen Gegner ansoften und dann kann er loslegen. Und zwar verwenden wir dafür das Seelenfeuer vom C-Soldaten. 6 bis 8 Schaden, ignoriert Deckung. Der Geist ist stark. Ja, 7 Schaden. So. Und jetzt geht's los. Sensenmann aktivieren. Lautlos. Ah, so lautlos muss es gar nicht sein. Unterwegs. Ja, okay, lade ich neu. Okay, so, jetzt nochmal ohne Missklick. Da habe ich ihn einfach dahin bewegt und nicht angegriffen. Da bin ich nochmal mit der Maus ein ganz bisschen nach oben, glaube ich. Und dann was passiert. So, also. Seelenfeuer. Mein Geist ist meine Waffe. So, jetzt aber. Ist gleich vorbei. Konzentration. Also ist halt ein bisschen wackelig hier. So. Erstaunlich. Diese gesamte Einrichtung war tief im Ozean versteckt. Aber für wie lange? Ein Problem nach dem anderen, Doktor. Ist nur ein Schatten unserer Wahrheit. Wir kämpfen gegen das, was uns alle verschlingen will. Ihre Bemühungen, Medierungen, ihre Vorgänger, sie lassen uns keinen Fall. Okay. So, jetzt würde ich gerne wissen, wo der Typ ist. Hier tut sich noch nichts. Solange da noch Sensenmann auftaucht, jawohl, ist noch ready. So. Also wir kontrollieren ihn. Alles wie gehabt. Ja. Okay. Dann machen wir weiter. Wir machen genau 8, also wir machen 8 bis 10 Schaden und er hat genau 8 Leben. Wir können das noch anders machen. Also wir können erst den hinten killen, dann den vorne. Und dann nochmal uns weiter nach hinten zurückziehen. Von der Rüstung abgeprallt. Was war das jetzt? Der macht 8 bis 10 Schaden und hat jetzt nur 7 gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Ach, jetzt in der letzten Mission enttäuscht mich der Predator auf einmal. Ja, wenn man sich, wir können uns das ja nachher nochmal anschauen. Also hier, 8 bis 10 Schaden. Na ja, gut. Er hat auf jeden Fall einen Kill gelandet, das heißt, er ist unantastbar. Also der erste Hit, der ihn trifft, der geht ins Leere.
Und der hat auch noch Klingensturm, also. Oh, der muss nachladen. Ganz wichtig. Oh ja. Ja, dann ruhig mal Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Biete Feuerschutz. Geht klar. So. Nachhilfsprotokoll ist noch auf Cooldown. Auch Feuerschutz. Okay, durch Brennen gestorben. Sie haben mich flankiert. Ja komm, greif bitte den Predator an. Jawohl, Klingensturm. Au, was ist denn? Der ist ja überhaupt gar nicht in Form. Wenigstens fantastisch. Was ist denn mit dem Predator los hier? Ich zeig's euch. 8 bis 10 Schaden. Und der hat gerade ganz sicher nur 7 gemacht. Unfassbar. Okay. Also. Sehr gut. So, 100%. 8 bis 10. Also. Feind erledigt! Jawohl. Nachladen. Und boah, müssen nach vorne laufen. Aber jetzt auch aufpassen auf. Positiv. Auf, dass wir ein bisschen verteilt sind. Aber wer weiß, was mit den Avataren ist. Ah, jetzt ist ja kein aktiver Gegner mehr da. Vielleicht triggert das was. Die Frage, kommen wir da selber lang? Außen rum? Ja. Yeah. Aber trotzdem, jetzt nicht hier Nerven verlieren. Okay, bin unterwegs. Kostenloses Nachladen müssen wir also jetzt nicht einsetzen. Und hoffentlich lohnt sich das. Ach, da. Bestätigt, Überwachung läuft. Und Feuerschutz. Wackeinheit, oder wir können auch erstmal hier den Nahkämpfer einziehen. Feuerschutz. Wackeinheit. Ein. Route bestätigt. Grenadier. Mal dein. Alles klar. Okay. Sensemann wieder bereit in 3.
Wir haben auch noch bei Warbird zweimal Gefechtsscanner. Könnten wir eigentlich mal hier so reinwerfen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So. Da habe ich einfach Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Ja. Hoffentlich lohnt sich das. Feuerschutz. Feuerschutz. Okay, bin unterwegs. Bitte Feuerschutz. Okay, nein. Rücke vor zum Ziel. Maximale Sensorenreichweite. Avatar des Commanders. Freischott. Die Grenadier, der soll auf jeden Fall weit nach vorne. Bestätigt. Okay. So. Warbird geht dahin und wirft dann den Gefechtsscanner. Ist der in Setzemann wieder ready? In zwei Runden. Ne, okay. So, wie weit kommen wir da? Ah, sowas, das finde ich gut. Gar nichts. Aber da tut sich was. Okay. Zu Zielkoordinaten vor. So, dann mal schön aufschließen. Nähere mich der Zielposition. So, Valentine. Sporte los! Ja, das hier ist schon riskant. Also wenn jetzt die Gegner getriggert werden würden, das wäre schon schmerzhaft sein. So. Spark-Einheit. Okay, Feuerschutz. Optik für Feuerschutz kalibriert. Was ist da drüben? Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. So, und Avatar des Commanders. Ja, wir haben einfach zu viele Einheiten. Um die gut zu verteilen. Bietet Feuerschutz. Ja,
Ja, da hören wir was. So. Bin auf dem Weg. Einmal da ein, dann hat's ja auch maximal Deckung. Und dann schauen wir jetzt nochmal. Ja, ich denke, das können wir schon machen, ja? Okay. Wenn da drei stehen. Also sind zwei Eichhorns und ein Äußers. Das was Neues. Etwas, was wir noch nicht kennen. Etwas, was sehr viele Lebenspunkte hat. Aber wenn da drei stehen, dann stehen da bestimmt auch drei und da und da. Und da und da und da. Könnte gut sein auf jeden Fall. Dann haben wir hier drei Podeste, neun Gegner, da drei, dann sind wir schon mal 18 und hier nochmal drei, 21, durch auch angekündigt, viele Gegner wurden angekündigt, aber bin mir nicht mehr sicher, sehr viele auf jeden Fall. Okay, also Valentine sollte auf jeden Fall gut positioniert sein, eventuell dahinter der Statue. Schauen wir mal, ob hier was getriggert wird. Bin unterwegs. Elfentruppen gesichtet. Oh, weit. Sie sind unser größter Gegner. Sie sind unser Avatar. Sie können unsere Armee Sturm führen und ihre Welt retten. Okay, das ist ja aus der Cutscene. Zu uns zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auch wenn ich die von der Kreatur vorgeschlagenen Möglichkeiten faszinierend finde, glaube ich, dass der Punkt für rationale Gespräche überschritten ist. Wir sind nicht zum Reden hier. Ja, machen Sie es fertig. Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert, aber ermüdend. Es ist an der Zeit, dem vorherbestimmten Pfad zu folgen, Commander. Kehren Sie zu uns zurück. Sie waren unsere größte Waffe im Kampf gegen diese Welt. Und so kann es wieder sein. Bombardement. Ja, das ist jetzt die große Frage. Also. Jetzt treffen wir die beiden Eichhorns. Jetzt würden wir nur den Eichhorn links treffen. Also würden wir eventuell den Avatar treffen und einen Eichhorn. Was können wir mit den anderen noch erreichen? Effekt wäre, wenn der Predator noch einen Kill landen würde, dann hätte der ja unantastbar.
Schredderkanone. Dann dürfen wir damit natürlich nicht anfangen. Dann müsste der hinten schon angesoftet sein. Leben hat er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, der ist also volljährig. So kann man das sich gut merken. Ah, der kommt bei weitem nicht weit genug. Radarkanone macht eventuell nur 8, das heißt, da wären noch 10 über. Ja, jetzt macht es sich. Jetzt kostet es halt besonders, dass ich am Anfang noch zwei Fehler gemacht habe. Jetzt hätten wir auch noch den Raketenwerfer. Kann man hier schon reinballern. Bombardement 7 bis 8. Opfern. Könnten wir jetzt ruhig einmal einsetzen. Dann würde die Spark-Einheit halt alles auf sich lenken. Kriegen wir hinten noch irgendwie noch einmal mehr Damage drauf. Wo ist unser Avatar? Seiner Dimensionsriss. Das ist ja eigentlich egal, wo der steht. Wir können hier ihmchen noch wegbewegen. Wenn wir jetzt ihn dorthin stellen, dann werden wir auf jeden Fall die Opferfähigkeit einsetzen. Dann aber auch dahin. Dann Feuerschutz. 15%, okay. Ja, der wird sehr wahrscheinlich dann Feuerschutz ausführen. Der Granate, das klappt nicht, nein. Aber Psi-Fähigkeiten sollten da durchkommen. Testen wir schon einmal an. Ja. So. Also, wenn wir uns jetzt hier, sind das 8 Felder nach vorne bewegen. Ja. Hier hätten wir halt noch Deckung. Brauchen wir Deckung? Ich würde sagen, wir brauchen nicht unbedingt Deckung. Und wenn wir dann hier noch ein bisschen weiter vorne sind, das ist okay. So, wir könnten auch Nullanze ausführen. Aber da kommen wir nicht zu dem hinteren. Und Dimensionsriss ist ja sowieso super. So. Dann haben wir das, plus Bombardement und dann kann der Predator noch seine schwere Waffe ausführen. Dann hat er auf jeden Fall einen Kill gelandet. Jawohl. Oh. Ah, okay. Damit habe ich nicht gerechnet, aber jetzt hätte ich eigentlich mitrechnen können. Ja, dass diese Avatare sich so hin und her teleportieren.
Ja, okay. Können ihn nochmal springen lassen mit blitzschnelle Hände. Das ist keine Aktion. Er hat halt noch zwei Rüstungspunkte. Ja. Er hat keinen Sprengen. Kann man ganz gut hier kontrollieren, ob der irgendwelche Granaten dabei hat. Sprengzünder ist nicht aktiviert, also hat er keiner. Leere Spalt. Ganz normal angreifen, 45%, also schlecht. Seelenfeuer. 6 bis 9 Schaden. Ignoriert Deckung und Rüstung. Und leere Spalt macht 3 bis 6 Schaden und bei nur einem Gegner schlecht. Seelenfeuer. Wollen wir denn da stehen bleiben? Ja, maximale Deckung. Das ist gut, maximal Deckung passt. 6 bis 8 Schaden. Das muss wehtun. Oh, und wieder zurück. Ja. Das ist auch wunderbar. So, und vor der Schredderkanone, Schreddersturmkanone, hatten wir ja noch was anderes. Da hatten wir ja noch Bombardement. Okay. Bombardement würde aber jetzt heißen, kein Opfern. Aber das sieht ja jetzt eh alles sehr gut aus. Oh, dann schauen wir nochmal genau hin. Wir erreichen... Ja. Hier nur die zwei. Drei schaffen wir leider nicht. Aber die zwei hinten. Ah, ich hätte übersteuern können. Übersteuern, ready, ja. Ein Fehler. Dann wäre doch beides gegangen. Das ist gut. Dann haben wir nämlich ihn hier im Target. Aber nur 80%. Mit schnelle Hände. Ja, wir werden nicht auf unsere eigenen Einheiten schießen. Und hinten nur mit Präzisionsgewehr 80%. Na, okay. Aber wenn wir ihn rausnehmen können, ist das auch wunderbar. Dann haben wir die angesofteten. Ja, wenn wir ihn jetzt sicher rausnehmen können. Oder wir schauen,
ob der Valentine trifft mit seiner, 80%. Ja, er steht ja am weitesten vorne. Wir haben jetzt hier halt, Mist, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Übersteuerung vergessen. Das hätte er halt jetzt noch opfern können. Hier schön. Für alle in der Nähe. Wir müssen den da rausnehmen. Und was würde... Also reicht das denn überhaupt sicher? Also klar, 80%, aber von den TP her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reicht nicht sicher. So, dann verwenden wir jetzt die eine AOE-Fertigkeit, also die eine Einmal-Fertigkeit, um den rauszunehmen. Feuer frei! So. Dann noch zwei Avatare. Und für die zwei entweder da einbewegen und dann nochmal Pistolenfeuerschutz. Ja, ich denke schon. Auch weiter nach vorne wäre schlecht, dann wäre das ja schon ein AOE-Ziel. Ich gehe schon. Oh, Kletterhaken. Okay. Ja, das kommt jetzt aber zu spät. Ja, den könnten wir ja aber sicher rausnehmen. Nur für den hätten wir dann mehr genug. Oh, noch mehr AOE. Ja, okay, aber jetzt haben wir theoretisch die Möglichkeit, beide rauszunehmen. Mal schauen. Nein, nicht weit genug. Okay, gut, Leute. Aber da können wir schon mal drauf freuen. Hier mit dem Kletterhaken nach oben. Da scheinen übrigens doch keine Gegner zu sein. Mal schauen, aber zwei Avatare verstecken sich ja noch. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.